Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei How to Survive 2. Und ich bin wie immer nicht alleine. Mit mir dabei ist der Killnano. Moin. Ja, wir haben jetzt ein bisschen unsere Sachen entmüht. Wir haben uns ein bisschen aufgewertet. Unser Camp ist jetzt Stufe 10. Wir sind auch Stufe 10, haben neue Fertigkeiten jetzt, die wir lernen könnten, brauchen aber sehr viel mehr Erfahrungspunkte noch. Wir haben jetzt eine neue Armschiene noch, die uns ein bisschen vor Schaden schützt. Mehr können wir leider nicht machen, weil wir noch Tierhäute bräuchten. Aber wir haben unsere Waffen jetzt ein bisschen modifiziert. Also die Zielerfassung von dem Gewehr ist jetzt 25% schneller als vorher. Also verringert die Zeit bis zum Anvisieren. Das ist schon mal ein Vorteil. Und wir können jetzt Korvex-Herausforderungen machen. Also viel zu tun, viel zu machen. Jetzt müssen wir aber mal gucken, denn wir haben, wenn ich das richtig gesehen habe, auch ein neues Video damit freigeschaltet. Und das würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Weil die Videos waren ja bisher immer ziemlich lustig gemacht. Sprechen. So. Corvex Challenge. Dann gucken wir uns das an. Survivors, today is a great day. My new invention is going to transform our community. A super long-range transmitter. In my bunker, I get zombies to walk in wheels to generate enough electricity for the super transmitter. This super transmitter lets you send out a homing signal, giving hope to far-off areas so you can recruit new survivors. The waves from the transmitter aren't harmful in any way, of course. Unfortunately, the super transmitter will attract zombies from all corners of the area. So this is what I propose. 1. Build a pylon for the super transmitter and place it in a safe area. 2. Activate the signal when you're ready. 3. Protect your camp and my pylon and I'll reward you. Otherwise, I'll just have to find others. Nom 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 nom. Gut, ja. Alles klar. Also, wir können Mast bauen und mit diesem Mast, den wir in den Beschützen kriegen, wir eine Belohnung. Ansonsten verkacken wir es halt gut. Here is what I suggest. Aber erstmal wollen wir hier gucken, fangen sie alle. Survivor, I didn't want to talk to you, but while you were away, the problem is not that's what. Ja, wir sollen einen Energietrank in Gelb holen. Diese Schwierigkeitsgrad wird wohl etwas höher sein. Wir versuchen es einfach mal. Ja. Man könnte den Schwierigkeitsgrad an für sich auch noch höher und niedriger stellen, aber wir lassen es mal so. Findet die Farm, auf den Corvex infizierter entkommen ist. Na, endlich mal wieder Tageslicht. Oh ja, angenehm. Ach du Scheiße. Halt, Pferd. Hast du Brot? Ein Gockel. Okay. Oh, Alter. Was zum Teufel? Also, sie geben gut Federn. Ja, hier kann man gut Federn farmen. Eine Gockel. Ich dachte mir so, okay, ist ja so harmlos. Passiert ja nichts. Kommen sie auf einmal in Scharen. Gut, hier ist nichts mehr. Da kommt ein Schwein. Da kommt noch eins. Kugel. Noch ein Schwein. Wir haben alle Silberkugeln. Ja, wow, kann man am Komposthaufen rumlaufen? Und wie kommt man da jetzt hin? Müssen wir so da. So dahin? Höher springen können wir nicht. Ne, dann müssen wir wahrscheinlich andersrum. Ja. Aber die Frage ist, was haben wir denn hier noch so? Farm können wir gleich immer noch erkunden. Achso. Das hier ist ab hier die Farm oder wie ist das? Ne, hier ist versperrt. Wahrscheinlich alles die Farm. Oder die Farm ist jetzt. Ach, keine Ahnung. Ja, gut. Heikraut. So. Alles gesperrt. Oh, Korvek, Alter. Ich wollte gerade auf den schießen. Ah, ne, das ist ein Korvek-Fan. Bringe den Flüchtling in den Fersch.
Aha, hier können wir rüber. Ja, das Ziehen geht deutlich schneller. Nagelschachtel. Hier ist nichts mehr. Nur eins weiter. In den nächsten Abschnitt. Das sind diese Kopfhörer. Ja, ist schon mal was anderes hier. Oh, von hinten. Ja gut, Damage machen sie ja zum Glück nicht. Das sind keine großen. Ach du Scheiße, das sind ganz viele Gockel. Screenshots. Stimmt. Warte. So, reicht für Screenshots. War jetzt infizierter, ne? Ja, ich, den dürfen wir, glaube ich, nicht töten, oder? Ach so, genau. Wir sollen in den Fersch springen. Wo ist denn der Fersch überhaupt? Gute Frage. Ah, Pflanzenkenner. Oh, ja. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, die habe ich eben auch bekommen für diese Blümchen hier. Ja, okay, jetzt hauen sie doch mit rein. Komm, Zombie, Zombie, Zombie. Oha, Alter, die Gockel. Na, das ist tot. Ja, die Gockel machen jetzt noch mehr Schaden. Okay, Zombie gegen Gockel, wer gewinnt? Nein, du hast ein Zombie, Zombie nicht sterben darf. Ah, Zombie wird gewonnen. Wir machen doch ganz gut Schaden, die Gockel. Ja, unerwartet viel. Oh, nein. Ah, hier soll er den bringen. Ist ja gar nicht auffällig markiert. Was haben wir denn hier hinten? Weiße Farbe. Au. Nein, geschafft. Ja, komm, kletter rüber. Töte Feinde in der Nähe oder laufe weg, um den Auftrag abzuschließen. Für immer und noch länger Errungenschaft. Ach komm, Alter. Gockel. Ja. Achso, jetzt können wir einfach so zurückkehren. Komm, Gockel! Zombie! Meinst du, wir können dürfen den jetzt töten? Ich glaube nicht. Ach, was Zombies machen. Auf jeden Fall kann man hier sehr gut Federn farmen. Ja. Na gut, ich gehe mal zurück. Und jetzt geht's gerade nicht. Jetzt geht's. Ich bin zurück. Also war doch nicht so schwer wie erwartet. Jetzt darf ich auch zurück. So. Ja. War ja alles vertretbar. Gut. Der Informant von Stufe 11. Hey, Survivor! Ja, damit warten wir, aber dann gucken wir uns hier unten mal diese neue Miss. Oh, und hier gibt's wieder Stuff. Ach, guck mal hier, jetzt sind die Zombies hier und laufen. Ah. Mit einem Fleischdingens davor. Wie cool. Nicht schlecht. Gut, dann gehen wir mal hier unten hin und gucken uns hier mal das Funkgerät an. Und hier haben wir nämlich die Funkstation. Fressen oder gefressen werden, dafür brauchten wir Stufe 10 und hier gibt es ordentliche Belohnung. Wir sollen 5 Blechplatten, 10 Nagelschachten und 5 Stahlplatten besorgen. Ne, das kriegen wir als Belohnung. Wir kriegen noch 20 Silbermedaillen, eine Pfeile und 3 Stahlkettensägen. Oh ja, das ist doch ordentlich. Mal gespannt, was da auf uns zukommen wird.
spreche mit den Überlebenden im Bedrängnis. Sekundärziel, töte 100 infizierte Truthähne. Finde ein großes rohes, 20 große rohe Eier. Ich habe noch 130 Muni. Salpeter. Kommt die Truthähne für dich an. Feine Musik, so voll bedrohlich. Federn. Ah, rohes Truthahnstück. Ups. Au. Alter, Kockel-Alarm. Oha! Ah, Multikill. Oh Gott, ey. Gott, ey. Wir machen uns fertig. Alter, diese Gockel. Alter, wie viele sind bei dir denn? Ganz viele, Mann. Das waren bestimmt gerade 50 Stück oder so. Au! Alter, ich sterbe gleich. Scheiße. Au! Gockelmassaker. Das wurde doch übler, als ich dachte, ey. Darf die echt nicht unterschätzen. Großes rohes Ei. Alles klar. Ah, hier auch nochmal. 25 haben wir da zumindest schon mal. Wir haben jetzt 29 Truthähne getötet. Alter. Noch ein Ei. Yay. Die Terrasse. Vom Bären. Komm schon hin. Alter, einfach ein fetter Blutfleck. Ich würde sagen, wir gehen erstmal aus und ran und dann in die Mitte. Ja. Komm, warum sterben sie bei mir nicht gleich? Puhuhu. So, Zombie. Hallo, Zombie. Ciao, Zombie. Oh, ein Storch. Pelikan. Pelikan, ja. Au. Aua. Ich komme nicht weg. Oh. Hä, wo kommt der Zombie her? Gerade ein Truthahn. Ja, ich auch. Mann, Mann. Da, wo war. Letzter kannst du, ja. So, auch mal geil. Truthähne. Immer wieder was Neues hier. Vor allem die Geräusche. Da sollte man gar nicht denken, dass das irgendwie gefährlich ist. Oh, da kommen ein paar mehr. Alter, das hört sich nach vielen an. Alter. Ah, das sind noch viele. Ich
Oh nein, ich komm nicht weg. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich bin gleich tot. Gott, zum Glück war der Dicke da. Oh ja, der hat alle hier getötet, oder? Ja. Alter, ey. Das war richtig knapp. Du kommst nicht weg, du kannst nichts machen, wenn die dich treffen. Weil du bist die ganze Zeit irgendwie gestunt. Wenn es kleine sind und dann mal ganz viele und dann. Ah, ein rohes Ei. Ich glaube, dann sind wir hier auf der Seite auch erstmal durch. Ah, Gott. War doch keine gute Idee, vorhin den ganzen Schrott wegzulegen. Warum? Dann haben wir auch gar keinen Stoff mehr. Bandagen. Ja, das stimmt. Ich hab nur noch 3 Bandagen. Oh, nice. Ah, der hatte gerade Stoff getroppt. Betty! Na, hätten wir vielleicht warten sollen. Alter! Lass mich weg. Da. Reicht's. Wollt ihr so. Das ist quasi das hier. Ich glaube, ich darf nicht so viel sprinten. Erstmal wieder Ausdauer auffüllen. Pelikan. Teufel. Ja, Teufelsgute, ne? Okay, den Fetten nicht töten, oder? Versuch mal ein paar Trutine anzulocken. Oh ja, da kommen jetzt ein paar. Ich musste einen Fetten töten. So, der Fette muss auch angehittet werden. Ach komm. Na super. Ja, es lasse ich mich halt noch. Da. War nicht ganz so funktioniert wie geplant, aber Hauptsache das hat irgendwie geklappt. Versuch 93 Schuss. 84 nur noch. Unten war noch ein rohes Ei. Heilpflanze. Auf. Ah, da ist es direkt gut. Also ich nehme erstmal unten rechts lang. Ja. Heilpflanze. Oder? Wo ist ein? 9 Eier noch und 6 Truthähne. Ja gut, dann haben wir die Truthahnplage endlich. Ah, da war noch Stock. Oh Gott! Alter, jetzt. Alter, aua! Wie der über den Zaun gefallen ist. Zu geil, ey. Ja, Truthähne haben wir jetzt mehr als genügend getötet. Ich befürchte, das waren aber nicht die letzten. Ja, glaube ich auch. Ah, hier ist ein Ei. Trotzdem irgendwie eine coole Mission. Strange, aber cool. Zum Glück macht ihr nicht noch mehr damit. Als ich so schon noch.
eben eine Plantage gegönnt. Verdammt, ey. Das Eier noch. Alter. Ah, gut, die sind eingesperrt. Kloppen sie wieder mal raus. Die machen die Türe tatsächlich kaputt. Ah, hinter mir ist er. Alter. Ohne Scheiß, die haben die Tür kaputt gemacht. Ja. Das ist lebensbedrohlich hier, ey. Boah, ach du Scheiße! Was für ein Massaker hier, ey. So bescheuert im Endeffekt irgendwie, ey. Großes Ei. Yeah, noch ein großes Ei. Da ist ja noch 5 Eier. Davon ist noch irgendwo eins. Hier, da, jetzt bin ich auf hier. Die Geräusche, ey. Ja, Federn haben wir auf jeden Fall sehr... Oh, gut, welche am Start. Federn! Ach du Scheiße! Ach du heilige Scheiße! Alter! Alter! Bin ich tot? Natürlich muss ich jetzt nachladen, natürlich! Hinter mir ist die ganze Map her! Keine Ahnung! Ich muss jetzt mal zu dir hinrennen! Ich brauche Hilfe! Alter! Die ganze Karte rennt! So, das war jetzt genug Screenshots. Ah, renn doch weiter! Alter, ey Jakob, ich sterbe gleich, die haben mich eingekesselt. Oh, da ist auch noch ein Pelikan. Ich hab keine Bandagen mehr. Nicht sterben. Alter. Oh, da ist ein Fettsack. Lauf, nach hinten laufen. Über den Zaun. Ich glaub, nach oben war's, ja. Ich hab keine Ausdauer mehr. Jetzt kein Problem. Ach, komm schon. Das trefft mich. Oh. Achso, ich hab keine Ausdauer mehr, deswegen. Oh. Scheiße. Was für eine bescheuerte Mission, die wir nicht tun. Ich komm nicht weg. Alter. Ich hab keine Bandagen mehr. Gib dir mal welche. Das ist zu krass hier, ey. Alter. Waren doch jetzt bestimmt schon 200. So. Jetzt hast du auch wieder welche. Meine Dankeschön. Güte. Bitte. Alter. Ich will gleich mal eine nehmen. For life. Also Federn haben wir wirklich mehr als genügend jetzt. Ich nehme mal Energietrank, Geld nicht. Gleich. So, noch 2 Eier. Eins habe ich. Stahlbolzen. Hier ist wieder die Truthähne. Jetzt die ganzen Zombies hier, ja. Na egal, lieber Zombies als Truthähne. Gut, gar nichts mehr. Oh Mann, ey, was für eine Mission.
Warst du im Haus schon? Nee, ne? Nee, kam ich noch nicht zu. Da müssen wir auch hin. Oh, verdammt. Ah, hier können wir mit einem sprechen. Der Leiche. Ja. Das sollte eigentlich mal, aber noch ein Ei werden wir jetzt noch finden hier. Ich sehe schon welche auf der Karte markiert. Da oben sehe ich eins oben rechts. Ah, da unten. So. Eier haben wir komplett. Ich würde sagen, da können wir jetzt ja auch weggehen. Alles. Oder? Ja. Ja, komm, gehen wir zurück. Das war schon echt nicht einfach, obwohl das irgendwie total albern aussah, aber es war wirklich nicht einfach. War schon witzig. Haben wir jetzt sowieso auf schon dezente Überlänge. 12 können wir den nächste machen. Ja, aber ich glaube, da sollten wir erstmal ein bisschen Munition und so haben noch. Ja. Also, der Titel passt schon. Gefressen oder gefressen werden? Ja. Makaberer Karneval, süßes oder saues. Also die klingen auf jeden Fall schon mal gut, die Missionen. So, ich bin mal gespannt, was die nächsten Missionen mit sich bringen. Aber das sehen wir nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession, würde ich mal sagen. Und ihr könnt auch gerne die Sicht von dem Kenano sehen, wie er mutig gegen Truthähne gekämpft hat. Könnt ihr einfach unten in die Videobeschreibung gucken, dort ist sein Kanal verlinkt. Wir bedanken uns auf jeden Fall herzlich fürs Zusehen. Hoffen natürlich, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt, wir entrinnen wieder knapp den Tod. Das war jetzt mal wieder eine knappe Geschichte. Mal sehen, ob es nächstes Mal vielleicht ein bisschen besser klappt. Vielleicht können wir ja auch bis dato eine bessere Waffe machen. Müssen gucken jetzt mal zwischen den Folgen, ob wir was aufwerten können oder nicht. Ja, und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann frühestens übermorgen. Und wir sagen bis dahin. Tschüss. Ciao.